was heißt Trend geworden? Also die Menschen sind halt immer offener für diese Themen. Ist ja auch mega wichtig, weil die Psyche, das sind ja wir. Ne? Mhm. Das ist ja unser Fühlen, Denken, Verhalten. Das ist alles, ja alles, ne? Alles ist Psychologie. Also ich denke, es wird höchste Zeit, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Aber allerhöchste Zeit. Herzlich willkommen auf der Psycho-Couch mit Stefanie Stahl und mir, Lukas Klaschinski. Psychologie als Trend. Viele sagen ja, Psychologie ist ein richtig großer Trend geworden. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir, die Zahl der Psychologie-Studierenden hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Und die Leute, die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, hat sich verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Steffi, ist Psychologie ein Trend geworden oder... Was heißt Trend geworden? Also die Menschen sind halt immer offener für diese Themen. Ist ja auch mega wichtig, weil die Psyche, das sind ja wir. Ne? Mhm. Das ist ja unser Fühlen, Denken, Verhalten. Das ist alles, ja alles, ne? Alles ist Psychologie. Also ich denke, es wird höchste Zeit, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Aber allerhöchste Zeit. Ich denke, das vergessen wir manchmal, dass wirklich alles Psychologie ist. Wie wir denken, wie wir fühlen. Es werden Kriege geführt, weil Menschen sich nicht mit sich selber auseinandersetzen. Richtig. Und es geht ja nicht nur um die Herrschenden, es geht auch um die Wähler, es geht um das Volk, es geht irgendwie um alles, um das ganze Miteinander. Also ich sage ja immer, wir hätten eine viel, viel bessere Welt, wenn jeder Mensch für sich persönlich reflektiert wäre und sich besser mit seinen psychischen Vorgängen auskennen würde. Mhm. Siehst du da aber auch Nachteile, dass Psychologie so weit in den Vordergrund gerückt ist? Weil wenn wir mal uns umgucken, Seminare nehmen immer mehr zu, Social Media, es gibt immer, immer, immer größeres Angebot an psychologischen Inhalten. Das Angebot ist gut, es muss nur seriös sein. Also es kommt nicht auf die Größe des Angebots an, weil es wirklich für jeden wichtig ist, auch für die, die jetzt ganz gut durchs Leben kommen. Es ist trotzdem mal wichtig zu wissen, was hat mich auch persönlich geprägt, wie ticken wir Menschen, warum funktionieren manche Menschen so ganz anders als ich. Wichtig ist einfach nur, dass es seriöse Angebote sind, die gute Inhalte vermitteln und ich sag mal, wo dann einfach auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wo siehst du die Nachteile? Also wenn ich mir angucke, wie in unserer Gesellschaft so mit psychologischen Begriffen um sich geworfen wird, also der ist ein Narzisst, du musst ein Borderliner sein. Da gibt es ja tausend Begriffe, die einfach so weggeschleudert werden, Ferndiagnosen. Wie stehst du dazu? Ja, vielleicht ist Gefahr ein etwas zu großes Wort, aber vielleicht ist es schon eine Gefahr, wenn man jetzt von jemandem so als Narzisst betitelt wird und denkt, ja, ist das jetzt wirklich so, oder dann irgendwie da auch seine Verletzung wegbekommt? Aber im Grunde genommen ist ja vieles einfach auch umgangssprachlich. Mhm. Und insofern würde ich ja auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich sehe die Gefahr immer darin, wenn man jetzt jemanden zum Beispiel als Narzissten bezeichnet, packt man den in eine Schublade und setzt sich eigentlich nicht mit dem Thema auseinander. Es mag sein, dass das auf denjenigen zutrifft, aber wenn wir uns gucken, wer wirklich als Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird, das ist ja so ein kleiner Prozentsatz, das können ja nicht alles Narzissten sein. Und außerdem setze ich mich da nicht mehr wirklich mit meinem Thema auseinander, was ich vielleicht mit dem Menschen habe und verpasse meine Lernchance. Ja gut, aber früher hättest du Idiot gesagt und dann hättest du auch deine Lernchance verpasst. Ja, also, ja gut. Heute ist ja das ein bisschen differenzierter, meinst aber, du, das Idiot? Genau, ich weiß, was du meinst. Also ganz oft ist es ja so, dass vor allen Dingen in Liebesbeziehungen, dass man sagt, der ist ein Narzisst, der hat Bindungsangst, der hat dieses und jenes, um von sich so eine Verletzung von seinem eigenen Selbstwertgefühl abzulenken. Ne? Denn wenn der andere irgendwie eine Schraube locker hat, dann habe ich ja nicht versagt, in Anführungsstrichen. Aber das sind so grundlegende Prozesse, die hat es schon immer gegeben. Mhm. Und da ist es nicht so wichtig, mit welchem Wort das jetzt bezeichnet wird. Also die Beschäftigung mit Psychologie ist wahnsinnig wichtig. Und es werden immer mehr psychische Erkrankungen festgestellt. Und auf der anderen Seite geht zum Beispiel die Selbstmordrate jedes Jahr runter. Und das ist ja auch eine wahnsinnig positive Entwicklung. Glaubst du, wie siehst du da die psychologische Statistik, dass es mehr Depressive heute gibt, weil die Zahlen sind ja höher als noch vor 20, 30 Jahren, oder wird das einfach mehr diagnostiziert? Ich denke, dass es viel mehr diagnostiziert wird, weil die Menschen sich nicht mehr so schämen. Mhm. Und da muss man einfach auch mal ein paar Promis Danke sagen, die damit rausgegangen sind. Kurt Krömer, danke. Weil gerade so Prominente haben natürlich eine ganz große Vorbildfunktion. Mhm. Und wenn da zum Beispiel jemand wie Kurt Krömer oder dieser berühmte Fußballspieler, der sich sogar tatsächlich dann umgebracht hat. Enke. Enke, genau. Dann
sagen natürlich ganz viele, boah, wenn der das hat, dann kann ich vielleicht auch mehr dazu stehen. Mhm. Und Ärzte und Ärztinnen sind auch viel sensibilisierter für das Thema. Also es wird besser diagnostiziert, was ja auch gut ist, weil je besser es diagnostiziert wird, desto mehr kann man dann ja auch machen. Mhm. Und siehst du auch irgendwo einen Nachteil für diesen Trend? Ich finde immer, Trend ist das falsche Wort einfach, wenn was in die Gesellschaft rückt, was schon lange überfällig war. Richtig. Also, das sehe ich nämlich genauso, Lukas. Und mich persönlich ärgern ja solche Fragen total, wenn ich manchmal von Journalisten befragt werde, Frichter, wie können sich denn Hype um Psychologie vorstellen, wo ich wirklich sage, ey, was heißt hier Hype? Ja, das hätte schon längst schon jahrhundertelang in der Gesellschaft sein müssen. Ja, dann würden wir heute auch als Menschheit ganz woanders stehen, weil die meisten missratenen Interaktionen, also wo unheimliche Konflikte sind, sei es zwischen zwei Menschen oder auch zwischen zwei Staaten, hängen ja von psychologischen Vorgängen ab. Und zwar ganz, ganz viel immer vom Selbstwertgefühl. Egal, ob ich jetzt als Land das Gefühl habe, irgendwie bin ich zu klein, ne, und ich habe zu wenig Autonomie, oder einfach nur als einzelner Mensch, weil diese psychologischen Strukturen, die sind ja immer die gleichen. Mhm. Und was ja jetzt im Moment so im Verruf ist, ist so dieser Trend zur Selbstoptimierung. Ja, es war ganz toll, jetzt ist er wieder schlecht. Aber es ist ja genau das, was wir Psychologen nicht machen. Genau, wir machen das sehe ich auch nicht so. Genau. Das Gegenteil. Also bei uns geht es ja nicht darum, wer noch schöner, noch toller, noch schlauer, sondern genau das Gegenteil. Gute Psychologen und Psychologen coachen oder therapieren ihre Leute ja dahin, dass sie eben mehr zu sich selber stehen, ja, dass sie weniger Rollen spielen, dass sie sich nicht immer so anstrengen müssen, um allen anderen zu gefallen. Und für sich in ihrem Leben bessere Entscheidungen treffen können. Ich finde, darum geht es ganz oft in der Psychologie, sich von der Prägung zu befreien und nicht mehr zu denken, alles das, was ich sehe, ist die Realität, sondern zu sehen, hey, ich habe eine Prägung, durch diese Brille gucke ich die Realität an und wenn ich die abnehme, kann ich für mich in meinem Leben oft bessere Entscheidungen treffen. Richtig. Und darum ist der Trend der Psychologie nur zu begrüßen. Und wir würden es nicht als einen solchen bezeichnen. Psychologie ist kein Trend, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit und Psychologie rückt dahin, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Wir reflektieren uns mehr, wir erkennen uns mehr und können deshalb bessere Entscheidungen für uns treffen. Ja, liebe Leute, wenn ihr möchtet, wir beide sind auch auf Instagram, dann folgt uns und wenn ihr Themenwünsche habt, dann kommentiert das gerne hier. Bis dahin.